Hallo. Ich bin Ute Bär-Büssel. Ich komme aus Wilhelmshaven und arbeite bei der Manitowoc Crane Group Germany. Hallo, ich bin Jens Brüggemann von Airbus in Bremen. In meinem Betrieb geht es wunderbar. Die Auftragsbücher sind also für das nächste Jahrzehnt gefüllt. Also wenn man eine Skala anlegt von schlecht, normal, gut, würde ich uns auf die Rubrik normal setzen. Wir haben unser Geld verdient dieses Jahr mit Schwierigkeiten, selbstverständlich, aber Schwierigkeiten sind dazu da, dass sie gemeistert werden. Und dieses Meistern, das sind nicht unsere Führungskräfte alleine, das sind auch die Mitarbeiter. Und deswegen müssen die Mitarbeiter auch was davon abhaben. Wir sehen keine Krise, sondern es ist ganz einfach so, dass die Betriebe gut aufgestellt sind. Die Entgeltforderungen, die wir heute beschlossen haben, sind 5,5% mehr für die nächsten 12 Monate ab dem 01.01.2015. Nicht nur, dass sich das die Unternehmen leisten können, ich finde, die Leute haben es auch verdient und wir haben es verdient. Von daher ist das die richtige Forderung. Ja, alleine um die Inflation auszugleichen und die Teuerungsrate ist es sehr, sehr wichtig. Dann auch die Produktivität hat sich gesteigert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fordern euch auf, euch an den betrieblichen Aktionen zu beteiligen. Am 16. Januar ist die erste Verhandlung in Hamburg und es wird aufgerufen, daran teilzunehmen. Wirkt auf eure Arbeitgeber ein, dass die Tarifforderungen, die wir hier heute stellen, wichtig sind. Um dem Arbeitgeber auch zu zeigen, wir meinen es ernst. Wir wollen Weiterbildung, wir wollen mehr Geld, wir wollen Altersteilzeit, wir wollen das alles verbessern. Es wird so sein wie in jeder Tarifrunde. Es kommt nicht nur auf die Argumente drauf an. Sondern nur der Druck aus den Betrieben und von der Straße wird die Arbeitgeber dazu bringen, dass wir Veränderungen hinkriegen. Die Tarifforderung ist angemessen. Trotzdem wird es nicht einfach. Aber lasst uns einfach kämpfen, damit wir das Ziel erreichen. Wir müssen sichtbar werden, diese Tarifrunde. Und deshalb, wir sehen uns Anfang des Jahres 2015. Ich freue mich drauf.